So, ich bin gespawnt. Ich bin nackt. Wie immer. Ich bin jetzt auch gespawnt und ich bin halbnackt. Wie immer. Also, Ladies and Gentlemen, neues kleines Mini-Projekt, sag ich mal. Mit dabei, wieder mir gewohnt, das ist Balkia, ja, aktuell ein sehr geschätzter Stammgast hier bei uns. Moin Moin. Und wir spielen heute Cuisine Royale. La Royale. Und vermutlich mehrere Runden, weil das so schnell geht, aber wir werden es sehen. Ist so. Und ja, einfach mal testen. Mir kommt schon tatsächlich ein paar Runden mehr Erfahrung. Ja, wahrscheinlich, oder? Ach, Leute, hier ist ein. Okay. Sagst du es dir? Lagerfeuer? Ich spiel's zum ersten Mal. Ich hab's zum ersten Mal. Ich hab das tatsächlich mal angezockt gehabt. Aber ich hab's tatsächlich besser in Erinnerung. Also, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay. Hat er da mal eine Pfanne auf dem Kopf, Alter? Was da denn los? Ein geiler Topf. Ja, Topf, genau. Topfpfanne. Alles ja, nachher mach ich mehr Reis und dann guckst du doof. Ja, Leute, das ist halt. Also, man kennt es ja klassischer Battle Royale, aber das ist so. Würde ich sagen trashig, aber im Sinne von lustig, trashig, auf jeden Fall angehaucht. Ich fahre von mir noch. Und man sieht es ja allein an dem Topf, an dem komischen Kochtopf, den ich auf dem Kopf trage, als Schutz, als Helm. Ist auch schon länger draußen, also seit Ende 2019. Echt? Da schon? Ja, also auf Steam ist es seit Ende 2019. Und krass. Ich glaube, das ist sogar schon länger. Ich glaube, das ist einfach nur der komplette Release rausgekommen. Ich glaub, das kann gut sein, weil vorher, ich hatte das nämlich auch vorher schon, glaube ich, schon mal gezockt gehabt. Und hier vor gerade auf jeden Fall ein Fahrzeug bei uns. Ey, hinter dir. Also. Oh ja, ich schieße nach Afghanistan. Der pusht mich, der pusht mich. Warum springt der so hoch? Wie Jesus am Tag der Geburt? What? Ach, er hat die Sprungstiefel an. Es gibt die Sprungstiefel und sowas. Das ist cool. Boom, Junge! Gefickt. 5 Sekunden, ey, ich sterbe. Wie war ich das? Okay, so. 3. Und wie? Warum machst du so einen Stress? 2 Sekunden länger, als ich gebraucht habe. Wo ist meine andere Waffe? Ach, diese habe ich noch gar nicht nachgeladen. Ah, hoppala. Ah, ich habe die noch gar nicht gelootet. Kann man auch mal machen, ne? Ja, kann man machen. Keiner war ein Bäumchen, war eine andere. Der andere war hier bei mir. Okay, der war auch einfach nur down und nicht hoch wahrscheinlich, ne? Okay, meiner hatte eine K98 hier. Falls du einen haben willst, also noch einen. Nee. LOL! Bin zufrieden. Wie süß das aussieht, als hätte ich so kleine. Das sind Hasenhausschuhe. Ich hab Hasenhausschuhe. Ist doch Gäschenmäßig, voll süß. Achso, wir müssen wieder in der halben Zone. Easy. Gehen wir. Also Top 20 ist auf jeden Fall drin. Alarm K90. Ist einfach die gewöhnlichste Waffe der Welt, oder? Oder was? Geht wieder hart ab hier. Achso, okay. Ja, warte. LOL! Was denn? Oh LOL! Bumm, Junge! Also direkt da geradeaus, genau. Hinter dem Haus müsste jetzt quasi sein. Ja, das ist da rechts. Sag, what? Nein, von links. Nein, tu's nicht, Bubi! Von allen Richtungen! Ich werd. Ne? Warte, du bist tot. Ja, GG. Ja, ich bin tot. Ich hau ab. wie du da hingeflogen bist. Oh Mann! Also, die Stiefel sind cool. Man sieht mich gar nicht mehr. Okay, easy. Nicht wieder. Ja, okay, die erste Runde war okay. Wir sehen uns sofort wieder. Genau. Komm. Noch mehr Hasenschuhe. Hasenschuhe braucht die Welt. Wir sind wieder da, Leute. Geht direkt weiter. 10 Sekunden laden. Knieschütze deine Geschwindigkeit! Jawohl! Ich hab die. Okay, ich bin Flash. Die waren halt genug. Eine K! Geil! Das soll die krasse Waffe sein, weil die so selten ist, ne? Hab ich auch gehört. Okay. Guck mal.
Spiele. Das ist eine Tasche für dich. Nein, hat er das. Aber ich bin schneller. Meh, meh, meh. Ich hab nicht schnell. Sind wir jetzt eigentlich da, genau da, wo wir gerade getötet wurden? Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Aber die sehen ja auch ziemlich ähnlich aus, alle, ne? Ja. Sturmweste? Noch eine kleine Tasche kann ich nicht mitnehmen. Ich wollte nach oben. Du Popo-Pirat. Ja, aber hier liegt eine K98. Ah, also, die habe ich auch. Ja, rechts von uns ist Artillerie, alles klar. Weißt du, du bist da gefühlt schon voll gepanzert, dann komm ich. Hi, ich laufe mit meiner Boxershorts und meinen harten Stiefeln. Ja, du gehst quasi gleich ins Bett. Ja, so sieht's aus. So, jetzt. Oh, hier liegt eine K98. Ah, hör auf mit der Scheiße. Die hab ich weggelegt für die Springfield. Und dann wurde für eine kleine Tasche noch. Münze. Bist du eigentlich die ganze Zeit in der Ego-Perspektive oder? Nee, Third Person. Ich finde, dann hat man bessere Übersicht. Also schießen finde ich Ego ist besser, aber für die Übersicht würde ich sagen, Third. Ah, ja, Spieler. Da. Wo? Wo ich markiert habe. Gelb. Ja. Komm auf zu. Das sind drei. Oha! Ich bin am Nachladen. Ah, ich finde, man sieht durch das Kim und Korn fast nichts. Ja, das stimmt. Also, wie viele Kills hast du? Ich habe noch gar keinen Kill, weil. Glaube ich. Okay, einer ist tot. Aber zwei sind dann noch da. Links, mal los. Ja, da. Oh, oh, Granate! Was nachladen? Aua. Ja. Wo sind die denn jetzt? Links lang gelaufen, links lang. Links lang. Ich weiß nicht, ob die vom Haus aus kommen oder. Sind da rechts denn auch noch welche? Nee, oder? Ne, die sind nach links quasi hingelaufen rüber. Aber die haben es nicht gemacht bisher. Sagen wir mal so, wie ist es. Ach da, ich hab sie gesehen. Da. Quatsch. Da. Hinter den Häusern quasi. Nein. Doch. Offizier. Unter mir ist auch noch einer. Hab ich. Nice. Glaub ich. Da war es nur noch einer. Nein! Von. Ja, auf dem Hausdach auch. Irgendwo links. Oh nein, so eine Scheiße. Ja, das ist jetzt bei. Der lootet gerade deine Leiche. Ah ja, moin. Und er wurde erst erschossen. Erstmal Tür zu machen. Schön hier. Und da kommt ein neues Team. Dach jetzt da? Ja, auf dem Dach wieder. Wurde der jetzt auch erschossen? Weiß es nicht. Auf deinem Dach ist wohl nichts mehr. Kann ich ja nicht. Nee. Könnte ich dich wiederbeleben? Oder was ist das für Zeit mit dem Herz? Ich weiß es nicht. Was hat mich bei dir auf dem Dach gemacht? Wie kamst du auf Dach? Auf das Dach? Mit meinen Springerstiefeln. Okay. Aber der kam ja auch auf das Dach. Ja. Oder sind die Stiefel runtergefallen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wieso nicht? Ja, weil ich nicht Gott und die Welt bin. Keine Ahnung. Doch. Sei es. Mhm. Hat er bestimmt Fenster eingebrochen oder so? Alter! Vor einem Battle Royale in einem schlechten Horror, einem schlechten Horrorspiel. Man kennt's. Ja. Belassen. Nächster Versuch. Die Tür machen wir zu.
Soll gar keiner sehen. Und dann klappt es. Genau. Nicht. Cutten wir raus. Ja, erster Versuch. So. Oh, hier ist ein Fenster. Krass. Ich kann dein Herz mitnehmen. Ja, easy. Ich hab dein Herz geklaut. Oh. Jetzt sind da die Boombox damit, Alter. Besser ist es. Oh, lol. Da fährt ein Auto. Ich will ja getarnt bleiben. Digga, ich suche mir den Track irgendwie auf YouTube, Digga. Den muss ich mir erstmal downloaden. Irgendwie in einem 24/7 Format, Alter. Bin getarnt. Ich finde mich nie. Das interessiert mich jetzt. Cuisine. Ja, was hab? Kaum auf die Boombox nicht mehr, dann werde ich angeschossen. Belastung. Boombox. So. Mega cool. Wäre das jetzt ein Vierer-Team, dann hasse ich mein Leben. Hä, aber wir haben doch Duos ausgewählt, oder nicht? Ja, aber wir haben doch auch gerade ein Trio. Ja, aber ich verstehe nicht, wenn wir Duos ausgewählt haben, warum kommen wir dann gegen Trio auf die Box? Deine Mutter. Okay, sind auf jeden Fall drei noch. Also wir sind Dritter geworden, also jetzt noch zwei Teams. Schade. Ja, ladies and gentlemen, das war Cuisine Royale. Lass uns das wissen, wenn wir noch eine Folge davon machen sollen. Und bin halt wieder dunkel geworden. Easy game, aber scheiß drauf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Ciao. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying?